Machen wir das Pflegeheim noch mal auf volle Pulle. Okay. Der Spähtrupp wartet. Dann schauen wir doch mal. Die Suche nach den anderen. Brücke nach Winterheim. Auf einem Messingschild am Brückenturm steht, erbaut von den Einwohnern Winterheims im Jahre 1887 nach Christi. Die Brücke wird von einem funktionierenden Automaton komplett schneefrei gehalten. Ein Automaton, okay. Was ist ein Automaton? Brücke nach Winterheim noch funktionstüchtig. Wir hielten am Rand einer tiefen, breiten Schlucht an und bestaunten die Stahlbrücke, die darüber hinwegführte, und den Automaton, der auf ihr Schnee schippte, um die Route freizuhalten. Wir hatten die Wahl, diesen entweder zurück zu unserer Stadt zu schicken oder ihn für Rohstoffe auseinanderzunehmen. Entdeckte Orte, Wetterwarte und großer Konvoi. Na, das klingt ja sehr spannend, dieser Automaton. Ich denke mal, das wird der hier sein. Na, den schicken wir zurück zur Stadt. Automaton zur Stadt geschickt. Wir haben den Automaton umprogrammiert und auf den Weg geschickt. Während er weit entfernt verschwand, lagert sich denn die ersten Schneewehen auf der Brücke ab. Na gut, dann ist er ja noch topfit, wenn der die ganze Zeit dort Schnee geschippt hat. Okay, wo gehen wir weiter? Großer Konvoi, hier ist ja ein gelber Punkt. Dann würde ich sagen, die Suche nach den anderen. Wir sollen ja eine andere Siedlung finden. Ein hohes Gebäude mit seltsamen Gerätschaften auf dem Dach. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Wetterwarte der Wissenschaftler von Winterheim. Na, dann gehen wir doch los. Da ist der Automaton. Okay, bald beginnt die Schicht wieder. Dann können wieder alle forschen. So, lassen wir mal das Spiel... So, kaum lässt man das Spiel weiterlaufen, kommt schon das nächste. Die Suche nach anderen Städten. Verlassene Brücke. Die Entdeckung der Brücke nach Winterheim hat bewiesen, dass wir auf der richtigen Spur sind, aber auch Fragen aufgeworfen, warum war die Brücke verlassen? Warum stand der Automaton nicht unter der Aufsicht eines Ingenieurs? Es gibt sicherlich für alles eine logische Erklärung, aber die Leute bekommen Angst. Ja. Die Hoffnung sinkt leicht, natürlich. Ich hätte ja gerne Essensration verteilt, aber ich habe nicht genug. Gut, weiter geht's im Spiel. Die nächste Schicht, der nächste Tag. Wir gehen langsam auf die nächste Temperatur. Also ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir dann langsam mal auf die nächste Heizstufe hochkommen. Die nächste Dampfstufe vom Generator. Damit, bevor wir hier hinten auf minus 40 wieder runtergehen, also wir haben ja eh schon so einen hohen Krankenstand, der war ja schon auf 14 gesunken und jetzt ging er plötzlich wieder hoch. Die Kohle, na gut, wir können den Kohlegenerator bauen. Raus aus den Federn, Leute, seht doch, die Sonne ist schon aufgegangen. Ja, weiter geht's. Weiter geht's, würde ich sagen. Der Kampf geht weiter. Der Kampf geht weiter. So, wo geht ihr hin? Auf die Jagd? Ah, ist wieder einer weniger. Was haben wir hier hinten? 20 in Behandlung. 0 in Palliativpflege. Ein Amputierter. Und das sind die 20, die wir keine Betten haben. Da müssen wir durch. Also ich habe einfach nicht... Kann ich denn noch... Ich könnte noch eine Sanitätsstation bauen. Ja, jetzt sind schon wieder drei dazugekommen. Ah, schwierig. Schwierig. Also ich würde sagen, ich baue noch eine Sanitätsstation. Eine kann ich noch bauen, dann habe ich nochmal 5 mehr, die gleichzeitig versorgt werden. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Gesundheit, Sanitätsstation. Ich mache es einfach mal. Ich hoffe, dass das jetzt nicht
eine falsche Entscheidung ist. Das Spiel ist ja voller Entscheidungen. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was dann passiert. So, die Speer sind in 10 Stunden an der Sternwarte. So, wie sieht es hier unten aus? Noch 700 Tonnen. Es neigt sich dann auch langsam dem Ende zu. Dann haben wir nämlich langsam alles abgeerntet hier. Hier ist auch schon was weg. Die sind noch mit Kohle beschäftigt. Den Kohlegenerator haben wir ja schon erforscht, um den dann zu benutzen. So, wir haben auch wieder genug Essensrationen. Das haben wir auch die Balance gefunden. So, wir sind schon auch wieder auf 11 Uhr, 43. Rohstoffe, 15 Tonnen Holz. Jetzt ist nur die Frage, was wird uns das Sägewerk kosten? Gut, wir können wieder 5 versorgen. Wir machen dort auch die Heizung an, weil wir den Kohlegenerator bald bauen können. Wir müssen auch hier oben langsam aufpassen, dass das Lager nicht vollläuft. Wenn das Lager nämlich vollläuft, müssen wir dann auch noch Depots bauen. So, wir haben 18 Kinder, die nicht in Arbeit sind. Was war das? Ah, ein neues Gesetz können wir machen. Nur mal kurz Pause. So, schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau, das. Die Kinderarbeit ist keine Option. Suppe ist momentan auch okay. Was haben wir denn hier? Prosthetik. Prothetik. Alle wollen einen Beitrag zum Überleben unserer Stadt leisten. Wenn wir den Amputierten wieder zu voller Tauglichkeit verhelfen können, sollten wir es tun. Neuer Bauplan Prothese verfügbar in der Fabrik. Amputierte, die in medizinischen Einrichtungen und Prothesen versorgt werden, können wieder arbeiten. Aber so weit sind wir noch nicht. Und wir haben momentan auch nur einen Amputierten. Das heißt, es hilft uns nicht wirklich. So, wir hatten ja hier oben irgendwo noch die Kampfarenen. Abendkämpfe verringern die Unzufriedenheit. Das wäre jetzt eigentlich das Interessanteste. Aber haben wir eigentlich nicht noch irgendwas anderes? Das ist nur dieses eine Gesetzbuch. Sieht so aus. Gut, das mit der Suppe, das haben wir bis jetzt auch noch im Griff, dass wir das nicht machen müssen, was die Nahrung angeht. Also würde ich sagen, wir gehen auf die Kampfarena. Neues Gebäude, Kampfarena, Abendkämpfe verringern die Unzufriedenheit. Du musst eine Kampfarena bauen. Na, dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. 15 Tonnen Holz. Machen wir einfach. Können wir das hier mit dazwischen bauen. Ach, das hat da einen Radius. Kampfarena. Dann glaube ich, habe ich es an die falsche Stelle gebaut. Ne? Gut, dann würde ich hier ein Dampfzentrum hinsetzen und die nächsten Häuser, die ich dann bauen muss, kommen dann hier hin, damit da die Unzufriedenheit sinkt. Okay. So, das Spiel weiterlaufen lassen. Also ich schaue immer wieder mal auch hier oben jetzt auf unsere Kohle, damit es nicht vollläuft. Eventuell. Sägewerk erforscht. Halt, halt, stopp, 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 stopp. Sofort das Sägewerk bauen. Sofort. Macht aus gefrorenen Bäumen verwendbare Materialien und produziert bis zu 80 Tonnen Holz pro Standardarbeitstag. Mhm. Okay. Wir haben ja hier eine Sammelstelle.
Können wir das dahinter? Grenzt nicht an eine Straße? Na, die können wir ja bauen. Ich hoffe, ich komme an der Kohle dann vorbei. Hier. Ja, sehr gut. Klappt. Gut, dann kann das Sägewerk das hier erstmal alles wegschneiden. Und dann muss ich rechtzeitig schwenken. Okay. So, weiterentwickeln. Stahlwerk. Was kostet uns das an Ressourcen? 10 Tonnen Holz. Machen wir. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich die, wo ich die Dampfkerne einsetzen kann. Das ist immer noch ein großes Fragezeichen. Da hat wohl gerade OBS etwas gestockt. So, aber ich schaue auch gerade so ein bisschen auf die Uhr. Also ich würde jetzt noch eine halbe Stunde machen. So bis 23 Uhr, bis kurz nach 23 Uhr. Und dann würde ich diesen ersten Versuch in der Kampagne dann morgen weiterspielen. Aber jetzt machen wir erstmal noch eine halbe Stunde. So. Sägewerk wird gebaut. Sehr gut. Müssen wir mal schauen, welche Kategorie wir dort dann arbeiten lassen können. Der Automaton ist unterwegs. Die Schicht ist schon wieder zu Ende. Was mit euch? Geschlossen zu dieser Tageszeit. Okay, alles gut. Wir müssen aber... Oh, jetzt passiert es, ne? Das ist, was ich meinte. Jetzt werden die Ressourcen laufen jetzt voll. Das heißt, wir brauchen ein Lager. Haben wir noch Ressourcen? Ne, haben wir natürlich nicht. Die Speer sind angekommen. Okay, schauen wir mal. Sind bei der Wetterwarte angekommen? Okay. Es befindet sich keine Menschenseele in der Wetterwarte, aber alles scheint funktionstüchtig zu sein. Wir könnten herausfinden, woran die Wissenschaftler von Winterheim gearbeitet haben. Wir bekommen Kohle und einen Dampfkern. Den nächsten. Wetterwarte. Wir haben die Aufzeichnung der Wissenschaftler gefunden. Sie sagen voraus, dass die große Kälte noch viel schlimmer werden wird. Aber noch beunruhigender ist, dass sie ihre Beobachtung schon vor Monaten plötzlich abbrachen. In der Vorratskammer ist keine Dose Fleisch übrig. Nicht einmal ein Brotkrumen ist zu finden. Es ist offensichtlich, dass sie diesen Ort für immer verlassen haben. Vom Dach der Wetterwarte aus können wir die Stadt Winterheim sehen. Entdeckte Orte, Kohlemine, Winterheim. Ja, okay. Dann nehmen wir mal die Rohstoffe. 92 Kohle müssen wir jetzt nicht unbedingt zurückbringen. Ich würde sagen Winterheim oder die Kohlemine. Ah, wir gehen mal zur Kohlemine weiter. Erstmal nach den Ressourcen schauen, dann können wir immer noch nach Winterheim weitergehen. Okay, wir haben langsam die Kranken wieder im Griff. 25 in Behandlung. Ja, weil wir haben ja 5 Sanitätsstationen gebaut. Ist auch ganz gut, weil wir ja genug Ingenieure hatten. Aber jetzt sind wir gerade wieder so dabei, dass uns natürlich die schon wieder das Holz ausgegangen ist. Also Holz ist momentan immer wieder so Knackpunkt. Also wir könnten auch hier noch ein Sägewerk hinbauen. Ein zweites, wenn wir dann wieder Holz haben, um Holz zu produzieren. Gab es da nicht auch irgendwann Dampfsägewerk, Dampfstahlwerk, Dampfmauerbohrer? Was macht denn der Mauerbohrer? Oh, ich muss mal kurz husten. Einen Moment. So. Ich hoffe, das Mikro war auch wirklich aus. Wenn nicht, entschuldige ich mich dafür. Jetzt muss ich mal schauen. Also hier sind auch ganz viele Sachen interessant. Gut, aber es hilft uns alles nichts, wenn wir kein Holz haben. Also muss jetzt erstmal das Sägewerk an den Start kommen.
Und wir schauen mal, was hier los ist. Die Suche nach anderen Städten. Verlassene Station. Der jüngste Bericht von der Wetterwarte sorgt bei den Einwohnern für Gesprächsstoff. Sie haben Angst, weil eine so wichtige Anlage offensichtlich verlassen wurde. Manche beginnen sich zu fragen, ob die Evakuierung aus London eine gute Idee war. Einige klagen ganz offen: Ich wusste, wir hätten niemals herkommen sollen. In London gab es wenigstens richtige Häuser statt Zelte und Holzhütten. Yep. Die Hoffnung sinkt leicht. Wir werden noch früh genug Antworten haben. Na klar. Aber es ist alles bis jetzt noch ganz gut. Wir haben hier auch noch die Unzufriedenheit und die Hoffnung gut im Griff. Ja, bald können wir die erste Sanitätsstation wieder deaktivieren. Gut, wir sind jetzt in der Nacht. Wir können jetzt eh nichts machen. Die Kampfarena ist immer noch nicht gebaut. Doch, die ist jetzt gerade im Bau. Dann sollten die Leute auch wieder zufriedener sein. Das auch gleich. Kampfarena gebaut. Gemäß des neuen Gesetzes wurde eine Kampfarena gebaut. Die Hoffnung steigt. Die Unzufriedenheit sinkt. Sehr schön. Kann ich hier irgendwas tun? Kämpfende Person: Francis Baring gegen Charlotte Sparrow. Hier werden abends Kämpfe veranstaltet. Jeder, der in der Nähe wohnt, kann daran teilnehmen oder zusehen, um sich nach der Arbeit zu entspannen. Kämpfe finden um 23 Uhr statt. Dann ist es ja jetzt gleich. Kann man hier das irgendwie sehen? Nö. Aber gut. Ich hatte aber ja gesagt, es bietet sich dann natürlich an, hier in dem Umkreis dann die Häuser weiterzubauen. Da die Temperaturen hier hinten aber dann sinken, würde ich dann Technologie hier so ein Dampfzentrum mal bauen. An dieselbe Stelle. Grenzt nicht an eine Straße. Okay. Das heißt, hier müsste eine Straße rüberführen. Schauen wir mal. Nee. Gut. Wir haben ja eh momentan wieder Holzprobleme. Was haben wir hier? Das Sägewerk. Okay. So, schön. Wir können vier Ingenieure reintun in das Sägewerk. Die Sammelstelle. Gut, ich muss gegen meine Regel verstoßen, dass Kinder nicht sammeln. Ich muss das wechseln. Weil wenn wir keine Ressourcen mehr haben, dann haben wir halt ein Problem. So. Ist nicht schön, aber wir haben harte Zeiten. Und sobald wir genug Erwachsene haben, können wir die Kinder wieder rausnehmen. Obwohl ich ja sagen muss, dass, wenn die Kohle hier abgebaut ist, die Kohlehaufen, dann brauchen wir das eh nicht mehr. So. Kohle sieht gut aus im Moment noch. Aber wir müssen es im Auge behalten, dass diese eine Stufe halt noch kommt. So, aber ich würde sagen, jetzt hier an dieser Stelle, wir nähern uns jetzt langsam 2 Stunden 45 Minuten. Ich würde dann für heute erstmal Schluss machen. Aber es sieht im Moment ganz gut aus. Das heißt, morgen könnten wir weitermachen. Wieder gegen 20 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage dann gute Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.